auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Well, fuck you. Hier. Eure Untertüren kaputt machen, bitte. Den Sieg davon. Also entweder der Hühnchenzauber ist verdammt teuer. Oder es gibt einen anderen Grund, warum er das nicht mehr spammt. Ich bin froh, dass er es nicht tut. Das regt mich nämlich auf. Haut alle ab. Ich will den Dungeon zerstören. Aua. Aua. Das kitzelt höchstens an meinem Arsch. Geht doch. Zerstört eure Räume. Ihr habt einen gegnerischen Kiefer besiegt. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Ihr habt einen unglaublichen Sieg errungen. Durch euer faszinierendes Talent zur Gnadenlosigkeit sehen andere Keeper neben euch geradezu artig aus. Nun, da will ich nicht verhehlen, ihr habt Anspruch, dass das stimmt. Auf einen gegnerischen Raum. Hier nehmen wir natürlich wieder das Hart und Krimfuß mit. Und beten dieses grässliche Level. Oh mein Gott. Ich hasse Keeper. Gegnerische Keeper. Bruchhausen. Bruchhausen. Dezimal Bruchhausen. Der Elfenring liegt in Trümmern und die Bewohner sind in die Berge geflohen. Aber keine Sorge, unsere Vampire sind bereits voll im Einsatz und werden sie schnellstens zurückschleifen, oh Herr. Vampire haben wir in diesem Level gar nicht benutzt, aber brauchten wir auch nicht. Wir haben uns wieder an die Spitze katapultiert, es geht weiter. Oha. Pennburg. Eine Siedlung im fruchtbaren Gebiet nahe dem Berg. Hier sind keine Berge. Etwas aus ein paar guten Tagen und einem gelegentlichen Austausch von Herzen kommender Begrüßung. Na, das kann ohne Zweifel Schmut nicht gut sein. Ein widerlicher Schlund des Himmels, ich merke schon. Gehen wir nach Pennburg. Auch hier haben wir es wieder mit zwei Keepern zu tun. In dieser Region wimmelt es nur so vor Dungeon-Keepern, die um das Schicksal dieser Region kämpfen. Es sollte eure Aufgabe sein, diese ewigen Auseinandersetzungen eindeutig für immer zu beenden. Wir starten natürlich mit einem Ritter. Wen wundert es? Wir brauchen ein Versteck für unseren Ritter. Wen wundert es? Ja, so sieht Pennburg aus. Ein bisschen eigenwillig, vor allem da wir auch Lava haben in unserem Bereich. Ich setze jetzt einmal hier das Versteck hin. Ja, was wir schnellstens machen sollten, ist einen bestimmten Bereich für uns zu sichern. Dafür brauchen wir Imps. Wir fangen hier an. Graben uns hier jetzt durch und setzen diesen Bereich ungefähr so an. Das tun wir auf der anderen Seite ebenso. Es wird jetzt unseren Start vielleicht etwas verzögern, weil unsere Imps demnach ein bisschen beschäftigt sind, aber es wird nachher sehr sinnvoll sein, dass wir dieses Gebiet schon mal abgesichert haben. Zumal wir auf dieser Seite eben die Juwelenblöcke haben. Die haben wir sie nicht, aber hier vorne. Der Gegner hat auch welche. Hier haben wir ein großes Goldfeld. Und die einzelnen Bereiche der Keeper sind mehr oder weniger strikt voneinander getrennt. Hier oben gibt es, soweit ich weiß, einen Ritter. Ja. Auf jeden Fall sichern wir jetzt das hier durch diese befestigten Mauern. Das ist erstmal das Wichtigste. Brauchen wir natürlich auch eine Schatzkammer. Die können wir im Grunde gleich hier unten hinbauen. Und uns dann die Juwelen machen. Die Kreaturen müssen dann natürlich zum Zahltag immer ein bisschen weit laufen. Aber wir können ja hier eventuell noch eine kleine Abkürzung schaffen. So, dann macht mal bitte weiter. Wann kommt der nächste Zahltag? Oh, das dauert noch. Aber sein Lohn übersteigt mein derzeitiges Budget. Was man auch machen könnte, wäre, bis hier oben zu sichern.
dann hätte man diese Bereiche mehr oder weniger abgetrennt. Man müsste nur hier vorsichtig sein, weil sie eben hier durchkommen können. Die graben sich ja komplett durch. Wollen die da... Was zeichnen die da? Ein Penis? Soll ich raten? Das ist aber ein ziemlich hässlicher Penis. Nee, das ist kein Penis. Naja. Hätte mich auch gewundert. So, jetzt brauche ich aus zweierlei Gründen Gold. Erstens, ich muss meinen Ritter bezahlen. Zweitens, ich brauche neue Imps. Ich habe nur 4, das ist nicht viel. Und wie gesagt, hier ist ja auch noch nichts gesichert bisher. Die haben ihre Eingänge schon eingenommen, bekommen Teufler und Konsorten. Nicht gut. Gar nicht gut. Unser Versteck ist aber auf jeden Fall schon mal groß genug für Teufler. Schön, das wird sich auch bald ändern. Noch ein Imp dazu. Noch ein Imp dazu. So, dann werden wir hier die... Obwohl, wir können eigentlich die Hühnerfarm hier ransetzen und dann hier die Trainings... den Trainingsraum. Das machen wir so. Dann habe ich das gestaffelt auf dieser Seite, das gefällt mir auch besser. Das ist unsere Hühnerfarm. Dann kommt hier unser Trainingsraum. Vorläufig die Größe, aber wir können es nach hinten noch ausweiten. Die Hühnerfarm können wir nach hier noch ausweiten. Hier können wir dann so ein bisschen die Special-Räume noch hinsetzen. Bibliothek würde ich gerne da hinsetzen, wo es ruhig ist. Also nicht an das Versteck angrenzen lassen. So. Raum haben wir jetzt hier erstmal genug. Einen meiner Imps werde ich jetzt entführen, um niedere Arbeiten zu verrichten wie Erde graben. Euch beide. Ich brauche 2 Imps, um die Mauern zu verstärken. Zumindest schon mal auf der Seite anfangen. Ich weiß nicht, wie aggressiv die beiden sind. Man merkt schon, dass sie sehr viel Gold abgraben. Das passt mir eigentlich nicht. Aber gut. Im Endeffekt habe ich meine Juwelen vorkommen und damit reicht das. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Level... Ja, ein Horny brauche ich eigentlich gar nicht. Wir haben ja Gott sei Dank unseren Sergeant Krüppel. Krüppel. Knubbel. Knabbel. Krüppelfuß. Klumpfuß. Wie auch immer. Oh mein Gott. Will mich ausspionieren. Yes, ey, kommt. Bringt euch in Sicherheit. So, bitte eine. Trainingsraum noch dazu. Hoffentlich kommen jetzt nicht als erstes gleich Dämonenechsen in meinen Dungeon gesteuert. Da hätte ich lieber ja, Teufler, Drachen vielleicht. Ist unsere Schatzkammer dafür groß genug? Ich weiß es gar nicht. Muss ja auch 25 Plätze groß sein. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Müsste eigentlich groß genug sein. So. Jetzt fehlt hier natürlich immer noch unsere Bibliothek. Was setze ich denn mal hier hin? Ich bin mir noch gar nicht so sicher. Auf jeden Fall nicht die Bibliothek. Die Bibliothek kommt irgendwo... Genau, dann bauen wir hier so einen Gang. Und hier kommt die Bibliothek.
gefällt mir erstmal, würde ich sagen. Plätzchen hier sein. Wenn man mal von der brodelnden Lava direkt daneben absieht. Ansonsten passt das ganz gut, auch von der Größe her. Viele Felder waren das jetzt? 4, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, glaube ich. Jo, ideale Größe. Hier gibt es übrigens noch etwas Wichtiges zu entdecken, aber das machen wir gleich. Hier sieht man auch gut, wie teuer die Imps werden, wenn man über ein bestimmtes Maß geht. Also 2400 will ich für einen Imp nicht ausgeben. Ich glaube, wenn der gegnerische Keeper das hier einnimmt, kann er diese Wand rückgängig machen. Das finde ich nicht gut. Hier genauso. Da habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht, aber was soll's. Momentan bezweifle ich, dass die so weit gehen werden. Reinspaziert, mein Freund. Das erste, was er sieht, ist, dass ich mein Geld wegschaffe. Hat er ein Konto in der Schweiz? Meine Untergebenen werden euren Kann ich diesen Raum wieder abreißen? Ruine zurücklassen. Noch ein paar Zauberer, sehr gut. Oh mein Gott, der Grüne ist schon... Der Grüne ist sehr gut zugange, aber der macht irgendwie gar nichts, oder? Kriegt gerade einen Zauber auf Level 1, ist ja gar nichts. Er hat nur 5 Kreaturen. Ich brauche eine größere Schatzkammer. Ich kann auch einfach aufhören, erstmal hier zu graben. Stattdessen die Wände meines Dungeons verstärken. Theoretisch können wir uns auch bis hier oben vorgraben. Und das auch schon verstärken. Warum habe ich hier nur Zauberer und keine Teufler? Ein neuer Raum wurde erforscht. Vielleicht gibt es keine Teufler in diesem Level. Das wäre schade.